Willkommen an diesem wunderschönen Dienstag. Wir werden heute wieder auf ein Video reacten, nämlich wieder auf ein Video von Tomoe. Wir haben uns ja letzte Woche schon, ja es war letzte Woche, letzte Woche haben wir uns ja schon ein Video über ihn angeguckt, wie er seine finanzielle Zukunft geplant hat. Heute heißt das Video eine Woche Vollzeitstreamer und Euro verdient. Ich bin mega gespannt, es geht hier um Twitch. Ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine Twitch-Erfahrung. Ich weiß auch nicht so richtig, wie viel Geld man damit verdienen kann. Also es gibt Leute, die verdienen extrem viel, das weiß ich, aber genauer kenne ich mich das auch nicht aus. Starten wir also mal. Wir lassen erstmal ein Like da. Los geht's. Stündchen Computerspiele spielen oder mit seinen Zuschauern lustige YouTube-Videos schauen. Dabei Millionen kassieren und dort leben, wo andere Urlaub machen. Aber wie... Klingt erstmal gut. Ist das eigentlich wirklich, täglich vor Dutzenden Menschen unterhaltsam sein zu müssen? Wie schnell wird mein Stream wachsen? Und wie viel Geld werde ich dabei verdienen? Ich find's heraus und... Man muss natürlich bei ihm sagen, er hat ja schon eine sehr große Zuschauerschaft. Zuschauerschaft, gibt's das Wort? Er hat viele Fans. Das heißt, er startet jetzt natürlich nicht von null. Er wird das da auf Insta, denke ich mal, angekündigt haben, in seinen sozialen Medien. Und da wird er schon direkt von Anfang an viele Zuschauer haben. Was die meisten Leute natürlich... was ansonsten keiner hat. Heute ab sofort 8 Stunden täglich als Vollzeitstreamer. 8 Stunden, das ist krass. Ich weiß, also es gibt da auch manche Streamer, die machen da wirklich so jeden Tag 8-9 Stunden. Ich glaube, Papa Platte zum Beispiel ist so eine. Der macht jeden Tag 9-12 Stunden. Nur es gibt auch andere erfolgreiche Streamer, wie zum Beispiel ein Unge. Der macht, glaube ich, nur jeden Tag so 1-2 Stunden ungefähr. Also es geht beides, man muss nicht jeden Tag, also man muss anscheinend jetzt nicht jeden Tag die 9 Stunden durchscheppern. Jeden Tag 8 Stunden da so zu streamen und da so volles Entertainment bieten, ich glaube, das ist sehr schwierig. Ich denke auch spätestens nach ein paar Stunden, da kann man auch gar nicht mehr die volle Energie reinbringen. Also irgendwann geht, glaube ich, der Unterhaltungswert, stelle ich mir zumindest so vor, auch so ein bisschen runter. Nachdem klassisches On-Demand-Video-Streaming ca. 2010 mit YouTube seinen Durchbruch feiern konnte, dauerte es ca. 3 Jahre, bis das Livestream zuerst auf Twitch und dann auch auf YouTube ein breites Publikum fand. Aber wie können Streamer mit nur 1000 Zuschauern überhaupt davon leben, wenn auf YouTube... Nur 1000 Zuschauer, also bei Twitch, das sind ja Live-Zuschauer und 1000 Leute, ich finde, das ist nicht nur, das ist schon eine ganze Menge. Wenn man sich mal vorstellt, man ist in so einer kleinen Halle drin und sitzt da an so einem Schreibtisch und dann gucken einem so 1000 Leute zu. Nur man sitzt halt nicht in der Halle, sondern macht es halt von sich zu Hause aus. Nur 1000 Leute, wenn man sich das mal vorstellt, das ist eine unfassbare Größenordnung. Da, dass er da nur sagt, das zeigt schon, der hat ein paar hunderttausend Abonnenten. 1000 Klicks doch höchstens 1-2 Euro bringen. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen Live-Zuschauern und On-Demand-Zuschauern. Die durchschnittliche Wiedergabedauer auf YouTube ist teilweise unter 5 Minuten. Manchmal klickt ein Zuschauer nur 10 Sekunden drauf und geht dann direkt desinteressiert weg. Aber dennoch zählen sie als Klick. Dadurch, dass alle Zuschauer genau in diesem Moment dasselbe sehen und auch einen Chat haben, über den sie kommunizieren können, wird ein gemeinsames Erlebnis für alle kreiert und jeder ist viel mehr engagiert. Man kann sich 1000 aktive Zuschauer also eher so ein bisschen wie ein Konzert vorstellen, bei dem die Zuschauer auch mal selbst Geld in die Hand nehmen, um ihren Streamer zu unterstützen und zusammen mit anderen einen lustigen Moment zu erschaffen. Und was das für einen riesen Unterschied macht, finden wir jetzt zusammen raus. Stell dir vor, du hättest vor 20 Jahren die Möglichkeit gehabt, dich an einem der Internetkonzerne... Mein Twitch-Kanal... Ich bin schon mal gespannt, ob er in diesem Video wieder einen Sponsor hat. Weil bis jetzt, bei jedes Video, was ich mir von ihm angeguckt habe, hat er immer einen Sponsor. Also was ja auch gut ist. Existiert bereits seit 2018, ist aber relativ inaktiv. Bis jetzt. Heutzutage ist Livestream echt eigentlich mega easy. Man kann auf dem Handy mit Instagram streamen oder auch auf Twitch mit der Twitch-App. Ich möchte aber am PC mir alles einrichten und dort streamen und Reactions probieren, aber auch Gaming und auch euch live mit in meine Experimente mitnehmen. Auch heute, also wenn ihr jetzt gerade live das Video hier seht, bin ich ab 18 Uhr live auf Twitch. Also klickt gerne mal auf den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr das alles, worum es hier geht, mal live sehen möchtet. Als Aufnahme- bzw. Streaming-Programm benutze ich OBS. Damit kann man zwischen den Kameraperspektiven und Bildschirmaufnahmen und... Das ist eine sehr coole Perspektive, finde ich.
kleine Facecam hin und her schalten. Aber dieses Streaming-Interface muss jetzt auch erstmal eingerichtet werden. Streaming-Bitrate 6000 Kilobyte pro Sekunde. Auflösung 2560x1440 Pixel. Framerate 30 FPS. Ja, bitte nicht haten, ich mach keine 60. Von Prozessor-Auslastungsvoreinstellungen bis hin zum Codierer wird jede Kleinigkeit abgestimmt für das perfekte Bild. Und hier kann man jetzt verschiedene Quellen zu einer sogenannten Szene hinzufügen. Die hier nenne ich jetzt einfach mal ganz kreativ Bildschirm. Und hier machen wir jetzt mal eine Bildschirmaufnahme, zack. Und zwar den rechten Monitor hier zum Beispiel. Und schon sehen wir hier jetzt einen Bildschirm. Dann noch eine Videoaufnahme. Und das machen wir jetzt als Facecam hier rechts oben in die Ecke. Dann kommt hier jetzt noch so ein kleiner hübscher Rahmen dazu. Jetzt machen wir hier noch eine zweite Vollbildansicht. Und da braucht es einfach nur ein Videoaufnahmegerät. Und zwar das, das wir schon haben. Und dann einmal Vollbild. Perfekt. Jetzt kann man zwischen diesen beiden Szenen einfach hier hin und her schalten. Sogar per Knopfdruck. Das hat jetzt doch alles ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber ich will jetzt endlich anfangen zu streamen. In einem meiner letzten Videos habe ich ja meine ganz eigene App entwickelt und da werde ich jetzt auch weitermachen und zwar live. Okay, und 3, 2, 1. Hey, herzlich willkommen zum Stream. Wie findet ihr jetzt eigentlich meinen neuen Streaming-Hintergrund? Das war mein Geburtstagsgeschenk von meiner Freundin und ganz vielen Freunden von mir. Das ist doch chillig, oder? Ich zeige euch mal, was ich gerade esse. Ich nehme hier Hühnchen. Wir machen direkt eine Umfrage, worauf ihr Bock habt. Results! Okay. Okay, wir machen einen neuen Dino, Bruder. Eislandschaft fertig. Vielleicht schaffen wir beides. Ich bin ja eine Weile online. Ich bin ja jetzt Profi-Streamer. Ja, ich habe ja keine andere Wahl, außer jetzt lang am Start zu sein, ne? Das war ja mal unnormal. Ich hab's immer noch nicht. Wieso mir bis zu 1200 Zuschauer dabei zuschauen? 1200, das ist schon echt eine krasse Ansage. Vor allem, er macht es ja auch wirklich so ziemlich zum ersten Mal. Ich meine eigene App entwickle. Ich stream hier und da ja schon länger auf Twitch und da hatte ich bisher immer nur so 50 bis maximal 100 Zuschauer und das war dann schon richtig, richtig krass und das habe ich ja auch schon immer angekündigt auf YouTube. Aber irgendwie, das mit der App, darauf habt ihr irgendwie Bock. Ich werde aber trotzdem noch mal ein paar neue Sachen probieren. Der Stream ging 5,5 Stunden, durchschnittlich fast 800 Zuschauer, maximal eben 1200. 5 Stunden 19 Minuten, das ist schon echt lange. Gibt es da auch Leute, die da so die ganze Zeit zugucken oder sind das dann immer so Leute, die mal so für eine Stunde so reinschauen? Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich ja so 5,5 Stunden hinsetzt und nur zu Murray dazu guckt. Das muss doch irgendwann langweilig werden. So 793 Average Viewers, das ist, also ich finde es mega beachtlich, ohne dass ich mich da jetzt auskenne. Okay. 65, insgesamt 23.000 Unique Viewer und 2.866 einzelne Menschen, die im Chat geschrieben haben, WTF. Und natürlich auch 4.000 neue Follower auf Twitch, das ist krank, und 26 neue Subs. Und da geht es jetzt auch schon ans Geld, weil das ist natürlich auch ein Teil des Videos und das war schon echt übertrieben krass. Hier kamen nämlich einmal 8,14 Dollar durch Werbeeinnahmen, 11 Dollar vom sogenannten Cheering, 31 Euro durch Donations und 65 Euro von Twitch Prime. Also umgerechnet einfach 105 Euro an einem Abend. Ich glaube, das ist auch ein guter Anfang, oder? Dazu kommen dann noch die Highlight-Videos, die ich auf meinen Zweitkanal hochladen werde. Denn als guter Streamer macht man natürlich außer dem Stream auch Content für YouTube. Und der ist übrigens auch verlinkt. Also wenn ihr die Woche verpasst habt und die einzelnen Highlights sehen möchtet, dann schaut da gerne vorbei über den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich die Woche noch so entwickelt. Damit der Stream heute noch krasser wird und es richtig Spaß macht zu donaten, aber natürlich vor allem, dass sich meine Zuschauer wohlfühlen und eine geile Atmosphäre im Stream herrscht, brauchen wir noch eigene Nachrichten und Sounds, die eingespielt werden, wenn zum Beispiel jemand reinzappt oder wenn jemand donatet oder irgendwas anderes Heftiges passiert. Viele Streamer haben hier ausgefeilte Animationen und Soundeffekte, die wunderbar zum Kanalkonzept passen, aber da ich es schlicht mag und das echt ein bisschen aufwendiger ist als erwartet und der Stream jetzt gleich startet, entscheide ich mich für diese etwas schlichteren Einblendungen. Unser kleines Streaming-Projekt wächst und gedeiht und da sind wir auch schon wieder live in 3. Das machen die teilweise auch echt gut. Ich gucke mir zum Beispiel manchmal Videos von Justin an, also auf YouTube, nicht auf Twitch. Und da hat er dann auch immer so Einblendungen, so zum Beispiel so Bugatti-Einblendungen oder ich glaube McLaren-Einblendungen. Das steht dann für das Auto, das er hat. Oder so eine Iced-Out-Uhr, womit er ja auch immer so rumspielt, also so als Markenzeichen. Das hat dann schon nochmal so eine besondere Wirkung. 2, 1. Herzlich willkommen zu diesem Stream mal wieder.
kann man als Zuschauer mitmachen bei Pummel Party? So 2-3 Leute. Wer ist dabei? Ja, wer sind dabei, Digga? Stell euch mal vor. Wenn Sie. Ja. Man kann da auch Leute einladen. Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist natürlich ziemlich cool, wenn man da so, gerade wenn man so ein kleinerer Twitcher ist, sagen wir mal, du hast nur so 20 Zuschauer, dann ist es ja mega cool, wenn man sich einfach mal so einen reinholt und mit dem ein bisschen quatscht. Ich glaube, bei YouTube geht das nicht, oder? Ich glaube nicht. Stark. Ja, moin. Ich bin neu. Ja, was sollen wir denn so von uns erzählen? Ich heiße Marvin. Hättest du sagen können. Wir machen ein kleines Spiel. Die Platzierung, die ich hier am Ende habe, wird mit einem Multiplikator multipliziert. Und das muss ich dann quasi meine Community als Subs giften. Ne? Aktuell ist der Multiplikator bei 13. Ja, weil schon insgesamt 13 mal 5 Subs rausgegiftet wurden. Danke für die 10 Subs, Digga. Mit diesen Subs, das habe ich auch noch gar nicht verstanden. Es gibt da so Subs, die dann da irgendwie so da gegeben werden können. Und noch irgendwelche anderen Sachen. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie das funktioniert. Jetzt ist der Multiplikator auf 15, ich habe hier so ein Ding. Wir sind bei 75 Subgifts, Jungs. Wie giftet man jetzt 75 Subs? Da ich quasi Fünfter geworden bin, let's go. Die 75 Subs, 375 Euro, da. Ja, komm, Digga, let's go. Stream ist zugegeben schon wirklich etwas entspannter als ein Video aufwendig zu planen, zu drehen und zu schneiden. Aber über 6 Stunden durchgängig zu reden ist extrem auslaugend. In diesen 6 Stunden darf ich, zumindest wenn ich möglichst wenige Zuschauer verlieren möchte, nicht auf die Toilette gehen, nichts essen und nicht mal aufstehen, um etwas zum Trinken zu holen. Oh, das weiß ich nicht. Das halte ich für übertrieben. Also, die ganz, also ich kenne mich jetzt nur ein bisschen mit Twitch aus und mit Streaming, aber ich weiß, dass die alle zwischendurch auf Toilette gehen. Ist doch klar, wenn Papa Platte 12 Stunden am Stück streamt, dass der auf Toilette geht, dass der auch isst. So, das entertaint die Leute doch auch so, wenn der dann so ein bisschen über sein Essen spricht. Also ich glaube, da ist er ein bisschen zu streng mit sich. Und bin mehr oder weniger an meinen Stuhl gefesselt. Ich habe am Schreibtisch immer 4 Liter Wasser für einen Stream ab. Ja, 4 Liter Wasser kann er gar nicht trinken, wenn er nicht auf Toilette gehen kann. Bringt ihm ja gar nichts. Wenn der Stream gegen 0.30 Uhr zu Ende ist, fühle ich mich trotzdem durch das ganze Reden extrem dehydriert und ausgebrannt und falle ins Bett. Grammar. Ich hätte jetzt gedacht, er sagt jetzt, er fällt danach so komplett müde ins Bett. Während man streamt, da muss man doch eigentlich so ein bisschen gehypt sein, um die Leute mitzunehmen. Da hätte ich gedacht, dass wenn man dann ausmacht, dass man dann auch immer noch so ein bisschen aufgedreht ist. Wundert mich jetzt ein bisschen. Ich glaube bei den meisten. Also normalerweise, wenn man am Stream Vollgas gibt, so, dann ist man ja nicht sofort direkt danach müde, wenn man ausmacht. Das ist natürlich bei jedem anders. It does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Ich bin jetzt gerade nach 7,5 Stunden aufgewacht und ich bin einfach noch so fertig, dass ich jetzt direkt weiter schlafen muss. Jede Sekunde unterhaltsam sein zu müssen und dabei darauf zu achten, wie das Bild aussieht, was der Chat schreibt, wie der Ton gepegelt ist und ob die Facecam vielleicht etwas Wichtiges verdeckt, ist echt mental sehr anstrengend. Ob die Facecam etwas Wichtiges verdeckt? Ja, das klingt auf jeden Fall mental sehr, sehr anstrengend. Die Facecam etwas Wichtiges verdeckt. Die Woche vergeht. Jeden Tag arbeite ich ca. 2 Stunden am Streaming-Interface oder plane Dinge für meine Streams und bin 6 Stunden am Stück live. Aber wie stark wächst mein Twitch-Kanal dadurch? Wie entspannt war es nun, den Beruf auszuführen, der wohl als der entspannteste gilt? Und wie viel Geld habe ich da? Das wäre spannend zu wissen, wie viel ist er denn gewachsen in der Woche? Also klar, von Anfang an, er hatte schon sofort viele Zuschauer, weil er ist halt Sir Murray, wenn er auf Insta sagt, hey, ich streame jetzt. Dann kommen natürlich viele Leute. Nur wie stark ist da die Wachstumskurve? Verdient. Kommen wir zum Resümee. Streamer sein ist echt mega anstrengend. Aber die ersten 1 bis 2 Stunden sind richtig entspannt und machen auch echt mega Bock. Macht danach natürlich immer noch Spaß, ist aber... Ist es dann nicht cooler auch für die Zuschauer, wenn man einfach so 1 bis 2 Stunden dann macht, wie es so ein Unge zum Beispiel macht? Also wenn man da mit Full Power dabei ist und die Leute merken, du hast Spaß dabei, ich kann mir vorstellen, dass dann cooler ist, weil irgendwann, wenn er sagt, so, er ist danach komplett müde zusammengebrochen.
Da kann doch auch die letzte halbe Stunde davor für die Zuschauer keinen Mehrwert mehr geboten haben. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch. Auch wirklich ein bisschen anstrengend. Kommen wir zu den Zahlen. Das Wachstum war nämlich auf jeden Fall am Start mit durchschnittlich 2530 neuen Followern und 30.500 Zuschauern pro Tag. Kommen wir zur Kohle. Dabei haben bezahlte Subs 20 Dollar Twitch. So, bezahlte Subs 20 Dollar. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Twitch Prime Subs. Ich glaube, das ist, wenn man Amazon Prime hat, dann kann man einem Twitcher so da irgendwas so von geben und dann kriegt er da Geld für. Glaube ich. Gifted Subs. Sind das die Donations? Nee, dann stimmt da doch Donations, oder? Ads. Auf Twitch läuft auch Werbung? Das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, okay, klar. Wie sollen die sonst Geld machen? Das wusste ich nicht, dass da Werbung läuft. Das ist auch jetzt nicht so mega viel im Vergleich zu dem anderen. Sharing. Ich hoffe, er erklärt jetzt gleich genau, was das ist, weil ich weiß es überhaupt nicht. Prime Subs 172 Dollar, verschenkte Subs 350 Dollar, Werbung 38 Dollar, Cheering, also Bits, 52 Dollar und Donations, also Spenden, 143,81 € eingespielt. Ich finde es ja echt bemerkenswert, dass Leute, meistens sind es ja jüngere Leute, vielleicht sogar Kinder, dann so einem Tamari Geld schenken, obwohl der sowieso viele 10.000 Euro im Monat verdient. Aber gerade bei einem Unge zum Beispiel ist der ganz krass. Der verdient vielleicht wahrscheinlich ein Mio im Monat oder so und trotzdem schenken dem Leute irgendwie ein Huni oder so einfach so. Alles in allem umgerechnet, also 696,81 € durch Twitch. Aber das war noch nicht alles, denn auch die YouTube-Videos, die aus den Streams entstanden sind, haben natürlich Einkommen generiert und liefen mal mehr und mal weniger gut mit insgesamt 246,98 €. Diese Videos, also zum Beispiel meine App bekommt eine Echtgeldwährung, sind natürlich auch verlinkt. 979,15 € habe ich also in dieser Woche verdient. Ich sollte Twitch-Streamer werden. Dass das natürlich nicht genau... Also mit den 800 Zuschauern im Schnitt so 1000 Euro in der Woche ist ja schon mal ziemlich cool. Und was man auch bedenken muss, ich glaube, er hat nur 5 Tage gemacht und nicht 7 Tage. Also wirklich nur eine normale Arbeitswoche. Bei ihm ist jetzt die Frage, lohnt sich's da? Also er verdient ja auch, im anderen Video haben wir mitbekommen, er verdient ungefähr 34.000 Euro gerade im Moment im Monat. Wenn er dadurch dann natürlich ein Video weniger macht, dann lohnt sich's natürlich nicht mehr bei ihm, weil so viel hat er jetzt auch nicht mit verdient. Da fallen die 4.000 Euro im Monat einfach zu wenig ins Gewicht. Klar, kann natürlich auch noch wachsen. Ja. So funktioniert hätte, wenn ich keine Reichweite von YouTube mitgebracht hätte, das muss ich glaube ich nicht dazu sagen. Auch heute 19 Uhr bin ich live auf Twitch, also schaut da gerne mal vorbei. Zum Stream findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Nächste Woche verbringe ich 24 lange Stunden gefesselt. Wenn ihr das nicht verpassen und mich auf diese Reise begleiten möchtet, abonniert. War jetzt auf jeden Fall ganz spannend, da mal einen Einblick zu bekommen. 1000 Euro, so, ich hatte da jetzt überhaupt keine Vorstellung davon, 1000 Euro in der Woche, okay. Ja, okay. Abonniert, damit ihr nichts verpasst. Aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.